Interview nicht auf. Wir treffen ja den Niki Franz mehr. Der Leo ist jetzt gerade noch im Training. Aber der macht nachher dann das Interview. So, schauen wir mal. Ich bin der Niki Franzmeier, wohne hier in Alturfer, habe heuer die Schule fertig gemacht, die Matura erledigt und jetzt genieße ich gerade den Sommer. Und was für einen Sport machst du oder weshalb sind wir überhaupt hier? Also ich mache Leichtathletik, komme halt viel rum und meine Hauptstrecke sind die 800 Meter. Und wie bist du zu deinem Sport gekommen? Also das hat alles hier in Linz angefangen beim Junior-Marathon und also ich bin mit so einem Leiberl circa gerannt und mit ganz normalen Straßenschuhen und gegen schon so ein bisschen die Profis mit Renndress und Nike-Laufschuhe und ich habe die aber trotzdem versaugt und dann ist mir eben ein Leichtathletikverein empfohlen worden. Was empfindest du, während du laufst? Also das Laufen, das macht immer meinen Kopf ganz frei. Also oft bin ich grantig und dann gehe ich einfach raus laufen und ich komme einfach mit einem Lächeln zurück. Das ist schon sowas, also das mich einfach beruhigt. Oft komme ich dann auf ganz andere Gedanken und ich brauche das einfach voll. Und was wirst du machen, wenn du älter bist? Wirst du nur immer laufen gehen, jeden Tag? Also ich kann mir das gerade gar nicht vorstellen ohne Sport. Also ich weiß nicht, ob ich mit 60 auch noch immer lauf, aber ich werde irgendwas machen. Vielleicht werde ich wandern gehen jedes Wochenende oder so. Irgendwas werde ich sicher auf jeden Fall sportlich machen. Und was hast du bisher erreicht? Also meine größten Erfolge waren sicher der 5. Platz letztes Jahr bei der U20 EM und heuer der 9. Platz bei der U20 WM. Ja, wie oft trainierst du in der Woche und wie lang und was macht man da so im Training? Also ich trainiere sicher 10 bis 12 Mal in der Woche und also jetzt gerade habe ich Trainingspause, aber im Normal, wenn ich so 10 bis 12 Mal trainiere, kommen viele ruhige Ausdauerläufe dazu, dann natürlich Kraftkammer, Stabilisationstraining und auch so Stretching-Übungen muss ich leider auch machen. Und und dann gibt es auch die ganz knackigen Sachen Trainings, wo ich froh bin, wenn mir irgendwer beisteht, irgendein Trainingspartner. Also wenn alles so läuft, wie es du erhoffst oder erträumst, wo siehst du dich dann in 5 Jahren? In 5 Jahren, das ist 2019. Also mein nächstes Ziel ist in 2 Jahren, das sind die Olympischen Spiele. Das ist schon mal so ein Zwischenstopp und da bin ich gespannt, was ich da. Bin ich 21, noch immer jung, aber da kann ich schon Gas geben, sagen wir mal so. Und nur 3 Jahre später, also da will ich schon ganz vorne dabei sein. Okay, danke fürs Interview und viel Erfolg noch. Danke. Filmen, Low Budget, das ist ein Abenteuer. Ich bin hier.